So, dritter Tag für uns in Cannes, vierter Tag offiziell des Festivals. Seit Sonntag läuft das Ganze hier in schönen Cannes in Südfrankreich. Und als Gast haben wir jetzt Florian Weischer von Werbeweischer. Du darfst gleich was zu sagen, was Werbeweischer macht, für die, die es nicht wissen. Aber ich erwähne noch hinzu, dass Werbeweischer nicht nur die Firma ist, für die Florian Weischer steht, sondern er ist auch noch zusätzlich Repräsentant für Cannes in Deutschland oder das Festival-Repräsentant in Deutschland. Deshalb auch besonderes Augenmerk auf seine Antworten gleich. Aber kurze Vorstellung der Firma und seit wann es euch gibt und so weiter, wer Florian Weischer überhaupt ist oder Werbeweischer. Okay, klasse, jetzt kommt der Werbeblock. Jetzt kommt der Werbeblock. Bin ich fair. Gleich, wir fangen gleich mit Werbung an. Also Familienunternehmen, etwas über 60 Jahre alt. Im Hauptberuf vermarkten wir Kino, Außenwerbung und online. Und das schönste Hobby für uns ist die Vertretung des Cannes Festivals in Deutschland. Die habt ihr seit wann inne? Das machen wir jetzt seit 1996, ich muss das mal nachrechnen, also 18 Jahre. Seit 18 Jahren Cannes-Repräsentant. Das heißt aber auch seit 18 Jahren dann immer hier? Seit 19 Jahren immer hier. 1995 wurde ich das erste Mal eingeladen und habe festgestellt, dass das eine ziemlich gute Veranstaltung ist. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass wir hier mal auch wirklich eine Rolle übernehmen. Mhm. Aber mir hat es persönlich gut gefallen und das Festival kommt ja historisch aus dem Verband der Kinowerber. Und der war zur damaligen Zeit auch noch sehr stark involviert im Cannes Festival. Und wir als Teil der weltweiten Kinovermarkterkette haben dann auch relativ schnell Zugang gefunden. Und dann kamen zwei Herren aus London und Paris angereist in Hamburg in unser damals noch sehr kleines Büro und stellten mir Fragen, die ich erst gar nicht verstanden habe. Ich habe dann Monate später festgestellt, als die Einladung kam, da ging es um was richtig Großes. Und bin froh, dass wir das schon so lange machen können und haben auch vor, da noch eine Weile weiter dran zu bleiben. Wer schon so lange dabei ist beim Cannes Festival, hat quasi fast seit zwei Dekaden, hat natürlich schon einen Überblick über, wie sich Cannes entwickelt hat, beziehungsweise wie sich die Werbewelt letztendlich, weil es ist ja immer der Spiegel der ganzen Kommunikationswelt, wie sich das Ganze entwickelt hat. Zwei, drei Gedanken dazu. Also es hat mal als wirklich kleine Veranstaltung angefangen, das war sehr übersichtlich, man kannte sehr viele der Teilnehmer, irgendwie auch persönlich. Es war eine Strandparty, die ging zwischen einer Pier und der nächsten. Da fand alles statt, da passten auch alle Menschen rein. Es gab kein Gedränge in den Seminaren. Es waren auch nur, also vor 18 Jahren war das auch nur eine Handvoll. Und es war sehr stark fokussiert auf Film und auf Print. Das waren die beiden Medien, die es zur damaligen Zeit irgendwie schafften, als Wettbewerbskategorie stattzufinden. Heute sind es, ich glaube, schon weit über ein Dutzend Wettbewerbe. Es sind weit über 12.000 Teilnehmer. Und das ist eine ganz andere Größenordnung geworden. Also vorher war das wirklich ein reines Festival der Kreativen. Heute muss man sagen, ist es mehr Business. Es hat natürlich alles mit Kommunikation zu tun, aber die Bandbreite, die ist immens. Und das spürt man hier. Es ist unübersichtlicher geworden, aber es ist eben auch, die Kommunikation ist ja auch unübersichtlicher geworden. Und insofern, glaube ich, ist das ein ganz guter Spiegel. Also uns gefällt es gut. Wir fanden die kleinen Veranstaltungen so in den ersten Jahren irgendwie auch toll. Aber ich glaube, es war eine gute Entscheidung, das Festival zu öffnen, also sich aus diesen Nischen rauszubegeben und zu sagen, so wie Werbung ja auch alle Schienen bedient, muss das hier auch in Wettbewerben abgebildet werden. Jetzt kommen wir beide aus Deutschland, du aus dem hohen Norden, wir aus dem Süden. Wie siehst du Deutschland im Vergleich zum Cannes Festival? Oder andersrum, wie siehst du, wenn man so alles sieht, dass die Agenturen hier einreichen oder wie die Menschen hier unterwegs sind, auf welchem, ja, die Unterschiede einfach. Was sind die Unterschiede für dich zwischen international und Deutschland? Also vielleicht auch da nochmal einmal kurz zurück. Unser erstes Cannes-Jahr, da war die Löwenausbeute für Deutschland genau ein Bronzelöwe. Den hat damals Colle Rebbe gewonnen, also mit einem Film. Sehr schönes Ding. Und ich erinnere mich gut, weil wir bei der Löwenübergabe später in Deutschland genau ein Ding zu verteilen hatten. So. Das war auch recht übersichtlich. Ich freue mich also, dass Stefan Kolle auch dieses Jahr wieder gewonnen hat. Wir werden das auch gebührend feiern. Und ich freue mich auch schon auf die Löwenübergabe. Es werden ein paar mehr für ihn sein und natürlich auch ein paar mehr für Deutschland. Ich glaube, wir haben vor zwei Jahren es ja irgendwie geschafft, mit einer unglaublichen Anzahl von irgendwie knapp 90 Löwen Platz 2 in der Nationenwertung zu werden. Das ist schon toll. Also wir waren über einige Jahre schon nah dran am Treppchen. Auch das ist klasse, weil in den ersten Jahrzehnten des Cannes Festivals hat Deutschland absolut keine Rolle gespielt. Wir waren zwar da, wir durften auch hier mit Rosé trinken, aber es gab nichts mit nach Hause zu bringen.
Und das hat sich erst eigentlich in den letzten 10 Jahren wirklich so entwickelt. Wir haben eine sehr gute Präsenz in den Jurys und wir haben auch Gewinner. Also ich glaube, heute ist, kann man feststellen, also Deutschland ist im Thema Werbung wirklich angekommen. Das ist eine ganz andere Position. Also wir wurden am Anfang wirklich so mild belächelt, also Kreativität und Deutschland. Also klar, wir bewundern eure Brücken, eure Autos, also das Land der Ingenieure, diese ganze Stereotypen. Aber da war natürlich auch was dran. Ist heute anders. Ja, das stimmt. Jetzt eilt ja auch der Ruf voraus, dass, oder andersrum, kann sieht man ja auch oft sehr humorvolle Werbung und das ist ja jetzt nicht unser Steckenpferd. Es gibt da so einen Spruch, wie wäre das Stück? Genau, was hat Deutschland, oder na, den Spruch kriege ich nachher noch zusammen. Genau, was hat Humor in Deutschland mit Handball in England zu gemeinsam? Beides gibt es nicht. Ja, aufgeschreckt. Willst du noch eine Geschichte dazu hören? Oh ja, sehr gern. Also in meinen frühen Berufsjahren, die ich bei Lintas in Hamburg verbracht habe, damals mit Abstand größte Agentur in Deutschland, heute lange nicht mehr existent, da gab es einen legendären Kreativdirektor, Fee Fechler, und der sagte mal, also deutsche Werbung erkennt man daran, also wenn man normalerweise sagt, die Briten, die machen Werbung wie eine gute, maßgeschneiderte Hose. Die ziehst du an und die sitzt. Und wir Deutschen verpassen dem Ding einen Gummizug, einen bunten Gürtel und Hosenträger. Und das ist leider der Unterschied. Und das ist sozusagen das eins der ersten Bilder, die ich in meinem Berufsleben so mitgenommen habe. Und hatte verdammt recht. Ja. Ist heute anders. Ist natürlich auf der anderen Seite so, also einen guten Witz kannst du auch nur einmal erzählen. Ja. Danach verliert das. Ich glaube, diese großen Ideen, die heute gewinnen, die kann man also wirklich mehrfach konsumieren auf verschiedenen Kanälen. Und ich würde auch nicht zu sehr dem Witz vertrauen, weil das sind Dinge, die sich sehr, sehr schnell verschleißen. Aber es ist natürlich ehrlicherweise eine Eigenschaft, die uns so ein bisschen abgeht, ja. Und leider, wie du sehr richtig sagst, aber leider natürlich auch die Jurys für den Moment gelegentlich mal begeistert und es gibt einen Punkt extra und deshalb gewinnt häufiger das Humorvolle, weil vor allem im Bereich Print oder so. Ja. Und Film, ja. Also Humor ist ja so eine Art Brücke. Also das dient ja der Verständigung. Ja. Und Humor ist was ziemlich Universelles. Also das setzt kulturell gar nicht so viel voraus. Also einfach ein guter Witz, der funktioniert in fast allen Ländern. Gelegentlich wird er als anstößig empfunden, was ihn dann aber eher noch reizvoller macht. Ja. Also Humor kann eine Brücke sein, um Menschen sozusagen für eine bestimmte Idee, für einen Spot, für eine Anzeige einzunehmen. Aber das ist eben auch nur eine Möglichkeit von vielen. Ich glaube, dass die eigentliche Idee in einer Kampagne, die sollte vorne stehen. Also der Witz kann gerne ein kleiner Türöffner sein, aber dahinter muss irgendwas kommen. Also wenn diese Tür dann aufgeht, dann muss irgendjemand da durchlaufen und das muss die Menschen dann mitnehmen. Ich denke, wenn das gelingt, ist Humor okay. Wenn hinter dieser Tür nichts ist, dann sollte man es bleiben lassen. Florian, unser Thema ist, wie du weißt, Baden-Württemberg. Und im Vorgespräch hatten wir schon davon, dass Baden-Württemberg natürlich nicht die Stadt Hamburg beherbergt. Wahrscheinlich kaufen könnte und eingemeint könnte, nein, aber wie schaffen wir es oder andersrum, gibt es einen Rat, den du als langjähriger Beobachter der Szene oder Teil der Werberlandschaft Deutschlands, den du den baden-württembergischen Agenturen auf den Weg geben würdest, wie sie sich positionieren sollen innerhalb Deutschlands oder auch auf dem Weltmarkt dann später? Also als Land habt ihr es ja im Grunde genau richtig gemacht. Also wir können alles außer Hochdeutsch, ist ja eine Kampagne, die jeder kennt. Und die auch Zeichen gesetzt hat. Ich glaube, es gibt keine einzige Kampagne irgendeines anderen Standortes oder Bundeslandes, die da auch nur annähernd rankommt. Also das zeigt ja schon mal, dass es geht. Es gibt in Hamburg etwa 120.000 Menschen, die im weitesten Sinne etwas mit Kreativwirtschaft zu tun haben. So, das ist natürlich eine Größe, die ist also schwer zu erreichen. Da kommt auch Berlin lange nicht ran. Das per se hat natürlich irgendwie, da entwickeln sich ja Kräfte. Ich würde mal sagen, die Gravitation, die Schwerpunkt, die ist natürlich schon gewaltig. Und ich glaube, das kann man nicht ad hoc ändern. Ich denke aber, dass gerade Baden-Württemberg als Land ja gezeigt hat, erstens, es geht euch verdammt gut. Wir haben da ganz andere Sorgen. Klar, mit dem Kaufen, das wäre so ein Thema. Ich denke, es ist schon richtig, dass man sich als Land zumindest mal auch positioniert, dass man hingeht, sich hinstellt und sagt, guck, das ist das, was wir dazu beitragen können. Und die Kreativwirtschaft braucht diese Unterstützung der Städte und auch der Länder. Wir merken das selber auch. Nun ist Hamburg per se erstmal attraktiv, viele Veranstaltungen drängen dorthin. Aber wenn du zum Beispiel versuchst, mit Kant-Content rauszugehen, also ihr macht es ziemlich gut. Ich würde mich da auch freuen, wenn wir da auch nochmal gemeinsam drüber nachdenken können.
ich finde, das ist schon, also das setzt schon Zeichen. Ich glaube, das wird auch gesehen. Das ist natürlich so, wenn man mit so einem Selbstverständnis rausgeht, wir können alles außer Hochdeutsch, man muss natürlich diese Perspektive dann irgendwann auch verlassen und auch sehen, dass die Anerkennung ja längst da ist. So, bei den Agenturstandorten vielleicht noch ein Hinweis. Es ist nicht immer so, dass auch tatsächlich immer die tatsächlichen Agenturstandorte die Löwen einsammeln, sondern es gibt da durchaus Politik bei den größeren Agenturketten, den Networks, das zu bündeln. So, und dann fallen natürlich die Standorte, und ihr habt ja von größeren Kreativagenturen ganz hervorragende Büros, die fallen dann so ein bisschen hinten runter, und das ist irgendwie schade. Und wenn man das mal so ein bisschen auseinanderführt, dann sieht man, dass die Löwenanzahl, jetzt mal Beispiel Stuttgart, die ist schon beträchtlich. Also da muss man sich überhaupt nicht verstecken. Der allererste Löwe in diesem Jahr, der am Montag verliehen wurde, ging zur Führung von Matt nach Stuttgart. Das für die DHL-Kampagne. Ja. Da war unser Mitdelegierter Peter. Peter, nochmal Gruß von hier aus. Dann auf der Bühne als Peter von der Post. Und von DHL. Und es gibt einen anderen Peter von der Post, aber dazu jetzt weniger. Word of Advice. Beziehungsweise, nee, nicht Word of Advice, sondern wir machen immer am Ende unseres Interviews mit egal wem wir das ein Interview führen, lassen wir immer einen Schlussspruch aufsagen. Bei Engländern ist es witziger, bei dir als Hamburger, vielleicht kannst du als im Hamburger Dialekt oder Slang versuchen auszusprechen. Es ist ein Reim und der lautet: Gottes schönste Gabe ist der Schwabe. Ich kann das nur auf Hochdeutsch. Ach, ja. Außerdem, also ich bin ja kein echter Hamburger. Ach so, okay. Nein, ich bin in Hannover geboren. Und was uns auszeichnet, ist ja, dass wir überhaupt gar keine Farbe in die Sprache reinkriegen. Also mit jedem Dialekt, den wir versuchen, das ist einfach nur lächerlich. Okay. Und da reichen auch 25 Jahre Hamburg nicht aus. Okay. Also, wie war das? Gottes schönste Gabe ist der Schwabe? War das genau. Also Merkfähigkeit ist da, Akzent leider nicht. Vielen Dank, das war Florian Beischer von Werbebeischer. Wir sehen uns wieder. Tschüss.